Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wie versprochen geht's jetzt genau hier weiter mit der Quest Ramusigen. So, ab in das Dungeon. Da wären wir. Die Vorschauhöhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Bin ja gespannt jetzt. Okay. Wahrscheinlich werden auch wieder komische Puddings rumrennen oder sowas. Die wahrscheinlich gegen alles immun sind. Und düster. Schwer zu sagen, wo das ist. Was ist denn das überhaupt für eine... Stufe 22. Wir sind 25. Es gibt nur einen Weg. Müsste eigentlich gut funktionieren. Wieso lande ich bloß immer in solchen Situationen? Hoffe ich zumindest. Wir müssen auf alles gefasst sein. Hast du, wenn es so dunkel ist? Bleibt wachsam. Versteinerte Muschel. Ah, da geht's wieder raus. Okay, dann sind wir hier falsch. Drachenzahn. Wir werden sterben. Da, ich sehe es kommen. Durch. Nichts wie rein. Ja, mach doch. Passieren, komm. Ist ziemlich eng. Kann man so sagen. Das könnte gehen. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Auf geht's, Nockt. Zieh durch. Okay. Wo sind die anderen? Sind auch schon hier? Sehr gut. Psst. Ruhe jetzt. Wie? Wo? Wer was? Irgendwie um. Ja, ich hab's genau gewusst. Das wird aber bestimmt noch schwerer werden. Wir rushen weiter. Da können wir durchkriechen. Ja, echt. Nur nicht den Kopf verlieren. Okay, wird schon ein bisschen heller. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Okay. Da bin ich aber sehr gespannt. Schön, kannst du nichts mehr kochen. Denkmünze. Können wir da reinspringen? Leg ich los. Na komm, wir gehen weiter. Ich bloß nicht. Selber. Wie weit geht das noch? Gehen einfach weiter. Boah. Mei. Weiter geht's. Ich hoffe mal, dass die auf dem Level bleiben. Dann geht's eigentlich ganz gut. Aber da es Dungeon Stufe 22 ist, glaube ich das eher nicht. Ich springe mal runter. 259 Meter noch. Ich hoffe mal, dass wir dann schon am Ziel sind. What is this? Okay, maximale Kapazität erreicht. Komm, wir nehmen uns noch ein bisschen mit. Hinter dir! So, da ist noch einer. Das schaffen wir doch mit links! Das ist ja richtig in Fahrt! Kinderleicht! Okay, verrostetes Metallstück. Ich glaube, das brauchen wir zum Waffen-Upgraden. Wo müssen wir jetzt lang hier? Hier lang. Ach. Da passen wir durch. Versuchen wir es. Okay. Gehen
mal hier durch. Boah. Wartet mal! Kommen wir da rein durch jetzt, oder? Ach, ist falsch. Wir müssen hier lang. Fahren nicht irgendwo hier noch durch. Leute, hört ihr das auch? Wir können keinen Heiltrank nehmen. Pronto! Was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Wo ist denn Pronto? Ist der weg jetzt? Pronto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel machen wir hier? Da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich verschleppen! Das war zu erwarten. Halt still, verdammt! Hier drüben! Du wirst dann hinwerfen, echt. Alles okay? Hey, antwortet! Hey, lass den Quatsch! War keine Absicht. Ich brauch Hilfe! Mann, nicht doch! Los jetzt! Gladio! Ich zerschmettere dich! Und jetzt darüber irgendwie, oder was? Ja.
Schau mal, dass wir einfach hier wegrennen können. Wir rennen aber weiter, Leute. Hasta la vista! Hey, können wir jetzt hier nicht weiter, oder was? Kein Plan, wo wir sind überhaupt. Weiter.
Mario scheint verwirrt zu sein. Hm? Was redest du da? Boah. Das war knapp. Ja, das mein war hart. Gott. Geschafft ist geschafft. 2 Milliarden Kämpfe. So, was haben wir mal? Jetzt können wir passieren. So. Sie ist hier irgendwo. Nun, zeig dich schon. Beruhig dich. Okay. Sind wir voll. Dann kannst du eigentlich nur noch hier weitergehen. Wahrscheinlich werden jetzt gleich wieder 5000 Gegner kommen. Aber wir können es nicht voll machen. Das ist schon mal richtig geil. Drei Elixiere. Supertrank halt die aktuellen LP vollständig. Das geht auch wieder nicht. Mei. Macht sie platt! Macht sie platt! Schnell! Knockt! Wieso? Mir hat sie nichts getan. Boah, lass mich bloß in Ruhe. Ich kenn's. Was? Ich kenn's doch gar nicht. Wer soll ich das wissen? Na, machen wir das. Oh, bitte nicht, oder? Was ist denn das? Ist ja widerlich! Nicht jammern. Warum kann ich. Halt die aktuellen MP voll? Warum kann ich mir das nicht nehmen? Ich weiß nicht, ob wir gleich hier durchkommen. Oh, pardon! Dann gehen wir einfach mal weiter. Komm. Unmöglich! Was? Ja, Roger! Dann gehen wir weiter, Leute, komm. Oh, okay. Du musst gegen die erst kämpfen, wahrscheinlich. Yeah. Frosch, was ist denn hier los? Kann ich dann da nicht ranwerfen? Jetzt den Supertrank genommen? Was besser aufnimmt. Na doch!
Nein! Ein Frosch! Die alte. Ja, ging eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich auch gecheckt, die Königswaffen. Der muss ja an der linken Seite beim Waffenrad, der Balken muss praktisch voll sein und dann funktioniert das. Aufpassen. Endlich haben wir ihn gefunden. Nein, Glück! So, jetzt schauen wir mal, ob sich der Ramut zeigt. Segen, die Höhle verlassen. Siegel des Donnergottes. Das ist also die Kraft des Donnergottes. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar. Wie kommen wir jetzt hier raus am schnellsten? Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Noctis hat das Siegel des Donnergottes, ein Zeichen von Ramus Segen, erhalten. Zum Eingang zurückkehren? Jawohl. Die Kanagi. In jeder Generation gibt es eine Kanagi, eine Botin der Götter. Okay, das konnte ich nicht lesen. So, die Höhle verlassen. Der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Noct. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis? Der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja, in einer Niflheimer Basis. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Im Trainingssaal gibt es eine spezielle Sektion zu den Königswaffen. Lerne dort, wie ein König zu kämpfen und setze dein Wissen gegen das Imperium ein. Öffne das Pausemenü mit Option und wechsle von dort zum Trainingssaal. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. So. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramut zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. So, wie es denn aber in der nächsten Folge weitergeht mit Konfrontation mit dem Imperium, schauen wir uns dann an. Jetzt machen wir einen Cut. Und wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über ein Like oder auch über einen Kommentar. Genau, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Andy.